Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um das Bauernhaus. Diese Mod kam ja vor kurzem im Mod-Hub heraus, und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier mal genauer vorstellen. Dazu aber noch ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Farmhäuser. Der Autor von dem Mod heißt hier Barney und die Modgröße liegt hier bei ca. 19,34 MB. Ist in der Version 1.000 aktuell für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum Beispiel zum ersten Mal auf der Konsole platzieren wollt, kostet euch dieser Mod ca. 39 Slots. Wenn ihr diesen Mod dann nochmal platzieren wollt, kostet euch dieser dann nur noch 2 Slots. Das Ganze ist zu finden unter dem Baumenü, dann geht ihr bei Gebäude und dann bei Farmhäuser, ganz weit nach rechts, und da habt ihr hier dieses Farmhaus. Das Farmhaus kostet euch ca. 100.000 Euro und kostet ca. 1.000 Euro in der täglichen Wartung. Und so sieht das Ganze im Prinzip mal aus. Hier haben wir aktuell immer noch diese Fenster mit dem 3D-Logo drin, hier können wir reingucken zum Beispiel. Haben wir hier ein paar Blümchen davor, haben wir noch einen Balkon dabei. Hier haben wir unseren Schlafträger zum Beispiel, können wir schlafen gehen. Und dann haben wir hier daneben noch eine Garage mit den diversen Werkzeugen. Als Beispiel Hammer, Zange, dann noch Öl, Regale und. Das haben wir hier aktuell auch noch verbaut. Dann kann man hier auch zum Beispiel mal hier rund gehen. Hier können wir reingucken durch die Fenster. Ja. Hier haben wir noch ein paar Mülleimer dabei. Hier wiederum auch die Fenster mit dem 3D-Logo. Hier haben wir ein paar Blumen aufgehangen. Ne. Hier auch so eine kleine, ich sage jetzt mal, so einen kleinen Vorbau davon. Hier ist noch ein gedeckter Tisch. Hier warten die Leute anscheinend noch auf das Essen. Und hier haben wir aktuell einen Triggerpunkt, um uns halt umzuziehen zum Beispiel. Halt der Kleiderschrank. Dann gehen wir wieder hier mal zurück. Ja, noch an den Blumen vorbei. An den anderen Fensterscheiben vorbei mit dem 3D-Logo drin. Dann haben wir hier noch ein Fahrrad. Und. Ist auf jeden Fall ein schönes Farmhaus. Ne? Und könnt ihr hier auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Dann sind wir leider schon zum Ende von diesem Video hier gekommen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne mal euer Feedback da. Falls ihr noch Fragen habt, Anmerkungen oder gerne mehr, schreibt es doch gerne bitte in die Kommentare. Besucht mich gerne auch auf meinem Discord-Kanal oder gerne auf meinem Twitch-Kanal. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.